Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 22 Karriere. Heute gibt es wieder Ligen, Statistiken und mehr. Also kein Spiel. Wen es nicht interessiert, kann dann natürlich gerne weiterschauen, in der nächsten Folge wieder einschalten. So, was wollte ich jetzt noch einmal schauen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ah ja, noch einmal grob drüber schauen, ob jeder noch einen Vertrag hat. Das sieht gut aus. So. Dann schauen wir uns erstmal die Bundesliga an. Wie gesagt, Wolfsburg Erster. Spielen bis jetzt eine starke Saison. Wir sind Zweiter. Bayern Dritter, Wolfsburg Vierter. Ganz unten Schalke, Köln und Bochum. Ja, mit Wolfsburg haben wir hier auf jeden Fall mal eine Überraschung in der Bundesliga. So, das Viertelfinale im DFB-Pokal kennen wir auch. Was auf jeden Fall cool ist, dass im Halbfinale auf jeden Fall mal mindestens zwei nicht so gute Vereine sind. Also Bielefeld-Darmstadt oder Schalke und Freiburg, wobei Freiburg natürlich auch stark ist. Die waren ja echt auch im Finale. So. Dann schauen wir mal weiter. In der Champions League spielen wir gegen Monaco. Ich denke mal, mit dem Los können wir absolut leben. Ist, denke ich mal, neben Villarreal noch einer der machbarsten Gegner. Würde ich jetzt so mal so behaupten. Aber Bergamo geht auch noch. Vorrunde, Europa League. Oh, Liverpool nur Europa League. Das ist interessant. Und die Conference League, ja, ist jetzt nichts Argus. Ist nichts so weltbewegendes. Jetzt schauen wir uns mal noch die Statistik so an. Von den Torjägern, Moment, muss gerade noch der Katze die Tür aufmachen. Na komm. Und weg ist sie. So, Vlahovic Erster. Soriano Zweiter, den kenne ich jetzt gar nicht. Mitrovic Siebter. Für Bayern ist er, ja gut, Sabitzer und Lewandowski, aber Lewandowski auch eher doch enttäuschen. Bei Dortmund Tadic. Bei Vorlagengebern sind wir natürlich die absolute Nummer 1 hier. Wir haben ja auch jede Menge Tore geschossen. Stindl Erster, Kostic, Mitrovic und Vlahovic. Da kommt wohl keiner ran an unsere Vorlagengeber. Tore ohne Gegentor, jetzt kommt's. Wo ist Gladbach? Eins. In der Hinrunde ein Spiel ohne Gegentor. Hey. Das war das letzte gegen Schalke. Kann es das geben? Ist unfassbar. Der arme Sommer. Radecki und Castells sind die besten. Mit fünf. So, gelbe Karten, Ginter auch schon drei Stück. Haben wir auch mal. Und Christensen. Haben wir sogar mal zwei Stück drin. Diesmal sind wir ein bisschen gefährlicher. Rote Karten hat Van Drongelen eine bekommen. Die kennen wir ja. Oh, Dortmund auch gut vertreten. Hä? Vier Stück. Das ist nicht schlecht. Gut, Van Drongelen natürlich in drei Spielen eine. Ne? Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist jetzt auch nicht so. Ja, aber es war notwendig. Ich wollte halt eben das Gegentor nach Möglichkeit verhindern. So, jetzt schauen wir uns mal noch die anderen Ligen an, ob wir hier irgendwelche Überraschungen haben. Also natürlich nur die großen Ligen, die kleinen interessieren mich nicht. So, zweite Liga, Bielefeld Erster, Nürnberg und Stuttgart, Hamburg Vierter. Die steigen auch nie wieder auf. Ja. Wer geht runter? Türkgücü, Türkgücü München, wie sie auch immer heißen, Sandhausen und Rostock. Interessant. Dritte Liga, oh, Dresden auf dem Aufstiegsplatz, Braunschweig und Waldhof Mannheim, wo Saarbrücker nur 19. Das ist ja enttäuschend. Lautern 12.
Ja, vielleicht gehen wir in Saarbrücken mal eine Finanzspritze, kaufen uns von denen. Ich glaube, letzte Saison haben wir auch einen gekauft. Gehen wir denen mal eine kleine Finanzspritze hier. Chelsea Erster, gleich mit United, Liverpool Dritter. Dass die nur in die. Gut, in der Quali haben sie es vielleicht verkackt, Liverpool, deshalb sind sie nur in der Europa League. Das kann natürlich sein. So, in Frank. Oh, Marseille Erster, PSG nur Zweiter. Monaco aktuell Fünfter, gegen die spielen wir ja. Oh, Lille auch richtig schlecht. Bordeaux auch. Metz sogar 13. Oh, da war die Serie A. Neapel Erster, Rom, Florenz, Juve. Fehlt jetzt, glaube ich, nur noch Spanien, ne? Wie immer. Und der ziemlich weit hinten. Man sieht es eigentlich direkt schon am Bildschirm, genau. Atletico Madrid Erster. Interessant. Real, Barça, Sevilla. Atletico Bilbao. Ja. Aber so die krassen Underdogs jetzt eigentlich nicht oben, ne? Gut, bei uns halt eben Wolfsburg. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt in der Rückrunde auf jeden Fall mal Saisonziel ohne Gegentore. Es ist einfach zu viel. Auch wenn wir Zweiter sind, kann es das eigentlich nicht sein. Was haben wir eigentlich für Saisonziele? Das muss ich mir auch gleich mal nochmal anschauen. So. Vorstandserwartungen. So. Verpflichtet zwei Schlüsselspieler als Ziel in derselben Saison ein Profit von 50 Millionen. Da haben wir einen von zwei. Das haben wir. Müssen noch einen wichtigen Stürmer kaufen. Da schauen wir mal, ob wir das, weil das ist Priorität hoch. Vielleicht schaffen wir das auch noch. Halbfinale erreichen wird schwer. Pokalsieg, Ligameister. Klapperer haben echt Ziele. Die sind der Wahnsinn. Transfersangebot für Christensen. Ablehnen. So, die Frage, die sich natürlich stellt, welcher Stürmer ist auf dem Transfersmarkt und welchen können wir überhaupt abgeben? Und macht es Sinn, wir sind eigentlich top besetzt von den Stürmern her. Warte, ich schau mal. So, wir haben aktuell Jovelic, Vlahovic, Player, Mitrovic und Bolo Thüram. Einzigen, den ich da vielleicht abgeben würde, ist Player, weil er auch bald über 30 ist. Könnten wir uns noch irgendeinen Jungen, aber als eben auch nur als Reserve, das ist eigentlich auch ja, nicht das, worauf es ankommt, ne? Player wirft noch 21 Millionen ab, das ist doch einiges, ne? Das ist jetzt natürlich die gute Frage. Cristiano Ronaldo. Mbappé.
Ja, wir schauen mal. Wie gesagt, wir schauen mal, wir unterstützen mal die Saarbrücker. Werden denen vielleicht noch irgendeinen Jungen abkaufen, ein bisschen Geld in die Kassen pumpen. Das was bringt, weiß ich nicht. Weiß auch gar nicht, wer von denen spielt und wer nicht. Haben jetzt nicht so einen breiten Kader, ne? Haben wir nur zwei Torwärter, sonst hätte ich mal den dritten geholt. Ich kann es echt nicht sagen. Wie viele Leute haben die denn? Eins, zwei, vier, sechs. Das ist jetzt auch nicht so viel, ne? Naja. Ja, ich habe keine Ahnung, wen ich da holen könnte. Wir gehen jetzt mal in der Bundesliga auf Stürmersuche. Wir machen es wie immer. Wir schwächen jetzt nämlich die Konkurrenz. Ist der Klassiker. Vielleicht haben wir ja da Harp, könnten wir noch holen. Aber das sind halt eben auch nicht so die Bombenstürmer, ne? Haaland. Ja, eigentlich nächstes Jahr könnten wir das eigentlich machen, weil wenn wir dann Player verkaufen, können wir dann scheiß auf die Ziele. Werden jetzt, wie gesagt, noch einen von Saarbrücken holen. Wir holen einfach den Ersatztorwart. Obwohl, nein, Quatsch. Wird wahrscheinlich eh nichts bringen. Was habe ich noch auf der Liste stehen? Arp, Fein und Zirkse. Zirkse könnten wir eigentlich noch gut holen. Er ist noch nicht so viel wert. Aber wie gesagt, das machen wir wahrscheinlich dann nächstes Jahr. Leihangebot fürs Grabak ist auch auf der Liste einwandfrei. Verhandeln. Gent möchte ihn haben. Gegenangebot. Neue Transfersumme vorschlagen. Bearbeiten. So, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Und wie gesagt, ich muss mir jetzt mal überlegen, ob wir da wirklich einen von Saarbrücken holen sollten. Wie viel Geld haben wir denn aktuell? 100 Millionen. Könnten wir eigentlich wirklich machen? Ich schau mal. Holen wir uns einen Ersatzturm und leihen aus. So, Skrabak ist auf jeden Fall schon mal weg. Für Vlahovic. Hertha möchte Vlahovic haben. Für 54 Millionen. Ich weiß gar nicht mehr, für wie viel ich ihn gekauft habe.
Das kann ich gar nicht mehr sagen. Und ja, ich würde einfach sagen, ich spule dann jetzt mal vor. Und wir sehen uns am ersten Spieltag wieder, weil es wird definitiv nichts mehr passieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.